geklungen. Wir sind jetzt wieder alle heute in Merch Inspiration Live Stimmung. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Generell die Woche geht ja um organisch wachsen. Und wie schafft man es eigentlich ohne Performance Marketing vielleicht trotzdem aus sich eine Brand aufzubauen, loyalen Kundenstamm zu haben? Wir haben Anfang der Woche ja schon darüber geredet, wie es ist mit Content, also Content Marketing konkret mit Blogartikeln und Co. und SEO. Wir haben gestern über Brand Building und Community Building, über Facebook Gruppen und Ähnliches gesprochen. Und heute soll es mal darum gehen, nicht nur um geschriebenen Content, sondern es ist ja auch die Möglichkeit, Video-Content zu machen. Video ist in aller Munde. Es ist auch schon seit Jahren bekannt eigentlich, dass immer mehr über Video geht. Aber wie kann man das eigentlich machen? Was sind so die Do's und die Don'ts? Und deswegen sind wir heute hier zusammen. Ich habe mittelmäßige Erfahrungen mit Videos, außer dass ich hier bei Merch Inspiration Live oder so Facebook Lives mal sitze und mit Leuten rede. Deswegen habe ich mir zwei Leute zur Seite geholt, die ich ganz gerne mal kurz begrüßen würde. Matthias. Dich kennt man wahrscheinlich von der Shopify-Startseite und jetzt haben wir es auch geschafft, dich hier mal in Aktion live rüberzuholen. Ja, genau. Schön, dass ich da sein darf. Hallo. Cool. Wir machen gleich nochmal eine ganz große Intro. Gerne die Leute, die sich jetzt mittlerweile einschalten, schreibt schon mal in den Chat, sagt, woher ihr einschaltet. Wir hatten gestern auch jemanden, der nebenbei gegrillt hat. Also insofern, wir hatten Anfang der Woche auch jemanden schon mal aus Portugal dabei. Sagt, schreibt einfach mal kurz Hallo rein, damit wir so ein bisschen wissen, woher alle Leute sich dazuschalten. Und wenn ihr immer Fragen habt und konkrete Fragen jetzt schon wisst, dann gerne immer schon mal im Fragenprotokoll reinschreiben. Das nur ganz kurz am Rande. Also die Idee ist, dass natürlich hier euch so viele Infos gegeben werden wie möglich, dass ihr so viele Fragen stellen könnt wie möglich und dass am Ende ihr konkret rausgeht mit Ideen, wie man das umsetzen kann. Wir sehen schon viele Leute aus Aachen, aus dem Odenwald, vom Bodensee, Frankfurt und noch vieles mehr. Wuven, jetzt habe ich so viel geredet, aber das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss. Deswegen freue ich mich auf dich kurz begrüßen zu können hier in der Runde. Wuven von Stakehold Apparel, herzlich willkommen hier. Freut mich auch hier zu sein, ja. Sehr gut. Jungs, das Thema geht ja um Videocontent. Lasst uns aber, damit wir erstmal wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, nämlich mit wahren Filmgrößen quasi, könnt ihr mal ganz kurz eine Intro zu euch geben, was ihr macht, wo ihr gearbeitet habt, wo ihr mit Video in Kontakt gekommen seid. Vielleicht, Wuven, startest du einfach als erstes mal? Ja, also ich bin Wuven, arbeite bei Stakehold Apparel. Wir sind Streetwear-Label aus Berlin. Ich mache von Stakehold die Geschäftsführung. Ich bin nicht der Gründer von Stakehold, sondern bin dann halt dazugestoßen und habe ursprünglich das Marketing gemacht oder hänge auch noch viel im Marketing ab. Habe mich jetzt aber mehr und mehr auf die Geschäftsführung fokussiert und teile mir das dann mit dem Gründer Max. Insgesamt mache ich jetzt Videocontent seit etwa 3 Jahren. Und ja, habe da viele Erfahrungen gemacht, also positive, negative und ja, einfach viele Learnings gezogen, die ich jetzt gerne teilen möchte. Sehr cool. Der andere Gesprächspartner zur Seite von dir ist Matthias. Ganz kurze Intro nochmal von dir, Matthias. Hi, ich bin Matthias. Ich war einer der Gründer von Generation Yes. Generation Yes, wir sind gestartet als quasi erster Social Media Teleshop. Wir wollten Haushaltsgeräte mal anders verkaufen, wo es nicht darum geht, um Informationen zu zeigen, wie viel Watt hat denn so ein Mixer, weil das interessiert ja eigentlich überhaupt keinen und dann kann man eigentlich gar nichts damit anfangen, sondern wir wollten Haushaltsgeräte, Küchengeräte in einer kompletten neuen Art und Weise vermarkten mit Videos, also hauptsächlich auf Videos über Social Media, also von Rezeptshows, Live-Sendungen, Fragen und Antworten, How-Tos, was der Teufel was. 3 Jahre lang war ich, also wie gesagt, ich bin auch kein Videographer, ich kenne mich damit recht schlecht aus, was es heißt, einen Film zu editieren, zu schneiden, wie auch immer, aber eben Learning by Doing, dann 3 Jahre lang Einstieg zu sagen, ja okay, wie macht man das mit einem Team an erfahrenen Videographern, wie baut man denn sowas auf, damit man über Videocontent Umsätze erzielt. Ja, sehr, sehr gut. Ihr habt beide auch jeweils Beispiele mitgebracht, ganz vom Anfang, wie es ganz am Anfang aussah, als ihr noch mit sehr, sehr wenig Ressourcen und Expertise quasi gestartet seid, aber trotzdem schon mal den Videocontent gemacht habt und dann auch spätere quasi so ein bisschen, dass wir mitverfolgen können, den Prozess, den ihr durchlaufen habt. Und da wollen wir gleich mal reingehen. Aber was mich nochmal ganz interessieren würde zum Thema, also es gibt ja eine Vielzahl von verschiedenen Online-Händlern. Man kann verschiedenste Produkte verkaufen, sei es eben Fashion, so wie wo ihr herkommt, Wuven, oder eben aber auch Küchengeräte, so wie du es machst, Matthias. Das heißt, auch selbst da gibt es, was Produkte angeht, ja kaum Grenzen. Gibt es trotzdem
bestimmte Bereiche, wo ihr sagt, okay, wenn man bestimmte Produkte verkauft, macht es eher weniger Sinn, sich mit Videocontent auseinanderzusetzen? Oder gibt es eigentlich für jede mögliche Art von Material, Gegenstand und Ähnlichem das Potenzial? Ich glaube, es gibt wahrscheinlich, also wenn man irgendwas, was in quasi verwandt ist mit dem Produkt, das man verkauft, auf YouTube findet, dann gibt es offensichtlich schon eine Community, die an Videocontent um dieses Produkt Interesse hat. Und ich habe mich damit mit Haushaltsgeräten beschäftigt, du hast dich mit Kleidung beschäftigt. Und offensichtlich funktioniert das hier bei mit Videocontent. Also warum soll es denn nicht in komplett anderen Bereichen auch gehen? Ich kann von mir erzählen, ich habe jetzt gerade in der Corona-Zeit ein neues Projekt. Ich mache einen Hühnerstall. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Hühnern. Und das mal gleich gegoogelt und mein YouTube ist voll mit Hühner-Content und Hühner-Shops und wie wir das alles erklären. Und ja, also jedes Thinkable-Ding kann man, kommt, glaube ich, mit Video immer besser oder wird immer besser präsentiert mit Video. Ja, also auch meine Hühner werden über Video. Das heißt, was man nicht vergessen sollte, genau, YouTube eben auch eine Art von Suchmaschine. Und insofern, wenn man eben auf YouTube präsent ist, hat man einfach wieder auch einen weiteren Kanal, um gefunden zu werden. Wuven, wie ist das im Fashion-Bereich oder was ist so deine Sichtweise? Also ich würde mich da Matthias auch anschließen. Ich glaube, man kann im Prinzip für jedes Produkt ein Video machen oder für jede Firma oder so. Also sei es Finanzen, sei es Kleidung, sei es Haushaltsgeräte, sei es Prognosen abzugeben für irgendwelche Serien. Also ich glaube, man kann wirklich überall Videocontent produzieren. Also ich glaube, man muss nur einen richtigen Weg finden. Also ich glaube, man kann nicht jedes Konzept eins zu eins übernehmen für irgendwas. Also ich glaube, Videocontent für irgendwelche Finanzdienstleistungen sieht anders aus als Videocontent für Mode. Also ja, um nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, ja, bei Kleidung ist es, glaube ich, ziemlich wichtig, wenn du eine Brand hast, auch Videocontent zu machen, weil jede Brand ist, sagen wir, spezialisiert auf irgendeine Gruppe oder Gruppierung, hat eine Message und Videocontent kann das am besten rüberbringen, so was man versucht mit dieser, mit seiner Sache auszudrücken. Also ja, sei es visuell, sei es mit Ton, Musik, woran man dann zum Beispiel verschiedene Subkulturen oder sowas einfach erkennt. Okay. Oder seine Zielgruppe erkennt. Cool, das heißt im Grunde, genau, bei Fashion liegt es sehr, sehr nahe, weil eben Fashion sehr stark von Brandbuilding lebt und sehr viel über Brandbuilding auch über Emotionen geht und entsprechend man das natürlich gut visuell darstellen kann als Video, aber trotzdem ist eigentlich Video für alle verschiedensten Branchen eigentlich so relevant. Matthias hat es gezeigt, man kann selbst mit einem Airfryer oder Küchengerät auf jeden Fall auch da sehr guten Content-Video machen. Wir gehen da gleich auch rein, aber so bei euch, ihr sagt so, eure Erfahrung auf jeden Fall, es gibt zu allem irgendwie auf jeden Fall die Möglichkeit, da was zu machen. Man muss dann halt nur gucken, wie das konkret dann gemacht wird und eventuell das dann so ein bisschen anpassen. So was im Fashion-Bereich funktioniert, funktioniert eventuell nicht dann bei Küchengeräten, funktioniert vielleicht dann auch wieder bei einem Zementsack anders, aber genau, trotzdem oder bei einem Hühnerstall, selbst da gibt es anscheinend dann gibt es Möglichkeiten. Lasst uns dann doch das trotzdem mal direkt reingehen. Ihr habt ja beide erzählt so ein bisschen da berichtet. Euer Hintergrund ist auf jeden Fall nicht Video, aber ihr habt über die Arbeit dann über die Jahre hinaus euch dann so ein bisschen Wissen angeeignet, habt vielleicht auch ein paar Fettnäpfchen mitgenommen, habt Learnings gemacht und genau das ist halt das Spannende, was wir jetzt gerne mal angucken wollten. Ich würde sagen, Matthias, fangen wir doch mal mit dir an, dass wir einfach mal eine ganz kurze Intro von euch zu Generation Yes und dem, was ihr macht, zeigt ein Video, was ihr auch auf eurem YouTube-Kanal quasi als Intro hattet. Ich schalte das mal jetzt an und es müsste dann zu sehen sein. Willkommen in der Generation Yes Testküche. Boom. Soll ich probieren? Oh ja, salzig. Ist da Brühe drin? Mal aufpassen. Ich bin Inga und ich zeige euch heute den Philips Style Care Auto Curler. Praktisch und in einem Klick ist es zum Handstaubsauger. So, ich glaube, das reicht schon mal, um so einen ganz guten ersten Eindruck zu kriegen. Das sieht jetzt natürlich sehr professionell aus. Matthias, genau, Mikro wieder an. Perfekt. Das war jetzt nicht euer erstes Video, was ihr gemacht habt. Nee, ganz genau. Wir haben angefangen, das war tatsächlich nur ich in der
In meiner Küche noch, in Berlin, mini kleine Wohnung, bumm voll, und da haben wir ein Produkt probiert und das gleich gefilmt. Aber das waren, also wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Erfahrung mit Film, mit Filmschneiden, aber einfach mal eine Kamera besorgt, draufgehalten und versucht, das irgendwie zu schneiden. Okay, und was für Content habt ihr aber grob drumherum gemacht oder was war so der Anlass, dass ihr gesagt habt, okay, Videocontent macht für uns mega Sinn? Ja, genau. Also damals war es so, ich hatte damals mal noch bei Philips gearbeitet und habe gemerkt, dass sich wahnsinnig viele Produkte eigentlich online überhaupt nicht gut verkaufen lassen. Entweder weil sie völlig unbekannt sind oder weil einfach viele Produkte einfach so erklärungsbedürftig sind, dass sie dass es einfach nicht leicht geht in einem Werbebanner, in einem Newsletter. Wie kann man das wirklich transportieren? Und dann habe ich aber auch gleichzeitig gemerkt, meine Kollegen, die mit so Teleshopping-Sendern zusammengearbeitet haben, haben unglaubliche Umsätze erzielt. Also das sind Mengen und Preise und Mengen vor allem. Da kommt Amazon nicht dran, was die an einem Sonntagvormittag um 8 Uhr früh verkaufen können. Und dann war genauso diese Herangehensweise, ja, okay, was machen die anders? Und meiner Einschätzung nach, ja, weil die das Produkt zum ersten Mal wirklich zeigen in Verwendung. Was ich eingangs gesagt habe, eben da ist nicht so interessant, ob das Ding 300 oder 400 Watt hat, sagt mir als Kunde ja nicht, sondern kann es mal einen Smoothie machen und das zeigt man damit. Okay. Das heißt, so Content, den Videocontent, den ihr gemacht habt, kannst du das in verschiedene Kategorien einfassen? Genau, also grundsätzlich, es waren Social Media, Teleshop, klarerweise viel auf Facebook, Instagram unterwegs. Da kurze kleine Videos, einfach um die Emotionen für das Produkt zu wecken. Rundherum haben wir dann quasi eine Welt erschaffen. Bei Küchenprodukten waren es wirklich viele Rezeptvideos, speziell für dieses eine Produkt, Erklärungsvideos, wie wir in 15, 20 Minuten ein Produkt wirklich wie ein Fachberater erklären, den man heutzutage auch in einem Mediamarkt oder so nicht mehr findet. Also wirklich so etwas wirklich einen Mehrwert zu bieten, das sonst kein anderer hat. Aber natürlich auch so Live-Sendungen, klassisch dieses Teleshopping aufzugreifen, dass es wirklich auch live ist. Also das heißt einerseits so Produkte wirklich präsentieren, die Mehrwerte aufzeigen und wirklich das in Aktion zeigen, dass Leute sich das nicht nur auf Fotos angucken oder Texte lesen müssen, sondern wirklich dann Videos darüber sehen mit Erklärung, aber dann auch vor allem vieles drumherum, wie man das dann nutzen kann, sei es über Rezepte oder sei es über bestimmte Features, Zusatz-Undock-Stationen oder was auch immer ihr da an Zubehörteilen hattet. Matthias, du hast auch hier ein paar Beispiele mitgebracht. Ich fände es ganz spannend, mal so diesen chronologischen Weg zu gehen, um zu sehen, wie sich das von Anfang bis Ende entwickelt hat. Aber wir können auch gerne einen anderen Weg nehmen, den du vorschlägst. Genau, also ich habe jetzt ein Video, das du jetzt gleich zeigen wirst. Das ist eines unserer bekanntesten Videos, erst ein paar Monate alt, wie David einen Kaffee voller Automaten erklärt. Und das ist aber auch wichtig zu verstehen. Dieses Video funktioniert super gut auf YouTube. Wie du schon eingangs erwähnt hast, ist eine Suchmaschine. Das ist die zweitwichtigste Suchmaschine der Welt. Und hier ist ein anderer Content für gefragt oder auch beliebt. Da geht es darum, wirklich zu zeigen, ja, Zeit zu nehmen, sich zu informieren, zu zeigen, hey, man hat wirklich die Expertise, um auch dieses Gerät zu verkaufen. Schauen wir uns, kannst du ja kurz mal anmachen. Ja, ich mach mal kurz was an. Willkommen zur Generation Yes Kaffee und Kuchenzeit. Matthias, du musst mal ganz kurz dein Mikro wieder ausmachen, sonst hört man nämlich das immer in so einem... Ich habe mich kurz gedacht, das sind gute Effekte gewesen, aber es war in der Tat die Verzögerung. Danke. Vollautomaten aus der 2200er Serie vor mit innovativen Latte-Go-Milchsystem. Wir können ja mal parallel dazu kannst du ja noch ein bisschen was zu erzählen. Wir können das im Hintergrund mal laufen lassen. Es gehen 19 Minuten, die würde ich jetzt uns nicht ich will nicht antun sagen, weil es ja sehr, sehr gut gemacht ist. Und da würde ich auch mal ganz gerne dann später mal mehr zu hören. Wir sind alle in Quarantäne, wir haben noch Zeit, oder? Genau, das heißt so,
Mit dem Video. Mit dem Video war gezielt auf Suchmaschine gedacht, mehr Informationen bieten. Vielleicht sagst du da ganz kurz nochmal. Ganz genau. Also genau wie du meint, dass 19 Minuten lang wirklich das Produkt in Details erklären, die es zum Beispiel bei dem Produkt ist ganz ein gutes Beispiel, da war die Bedienungsanleitung falsch bei Philips. Da gibt es irgendeinen, ich habe es jetzt vergessen, aber irgendein Knopf oder so, das ist bei der Einrichtung der Maschine. Und das ist wirklich das einzige Video und die einzige Bedienungsanleitung, die es im Netz gibt, die das richtig erklärt. Also wir haben auch viel internationalen Content, Besucher drauf, weil die das mal kurz sehen wollen, wie das funktioniert. Einfach, was ich vorher meinte, so diese Expertise zeigen, zu sagen, hey, man ist wirklich ein Kaffee-Vollautomaten-Spezialist in diesem Fall. Dass man sich auseinandergesetzt hat mit diesen Produkten, weiß, was man da verkauft. Aber wenn ich sowas natürlich jetzt auf Facebook posten würde, das geht nicht. Das ist jetzt kein Content dafür. Okay, das heißt, man muss sich schon Gedanken machen, wo will man später das Video zeigen. Es gibt verschiedenste Plattformen. Es gibt YouTube, es gibt wahrscheinlich Instagram, es gibt Facebook. Und je nachdem, wo man das dann ausspielen will, muss man unterschiedliche Formate oder verschiedene Zeiten auch berücksichtigen. Was so dein irgendwie, gibt es da so Faustregeln, Daumenregeln? Zum Ausspielen meinst du? Ja, genau, also so für die verschiedenen Plattformen. Das heißt, YouTube ist dann wahrscheinlich eher so längerer Erklärungskontent, während dann irgendwie Facebook zum Beispiel eher das wirklich so 20 oder so 2 Minuten runtergebrochen mit Text drunter, damit man das auch leise oder muted hören kann, und irgendwie Instagram ist dann wieder so 20 Sekunden. Genau. Wobei sich das auch immer ein bisschen ändert. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen, wo ich vor 3 Jahren angefangen habe, bei Facebook waren kurze Videos erfolgreich, unter 45 Sekunden, so dieses, sehr schnelle, geschnittene. Und irgendwie, meiner Meinung nach, hat sich das auch wieder verändert. Nichtsdestotrotz, also in längere Videos, nichtsdestotrotz sind trotzdem, muss man auch, die Fragen werden anders gestellt oder die beantwortet in diesen Videos. Und das ist, glaube ich, eher der Hintergrund. Nicht so sehr die Länge unbedingt. Okay, Wuven, wie ist das im Fashion-Bereich? Nur, dass wir ganz kurz da die Perspektive mit reinholen. Es ist ebenfalls so. Also Formate, die auf YouTube funktionieren, sind nicht automatisch geeignet für Instagram, oder manche Formate funktionieren einfach besser auf Instagram. Wo wir eher da sind, also muss man wirklich drauf achten. Was Matthias natürlich in seinen Videos zeigt, ist, die haben einen Mehrwert, so, ne? Die haben Erklärwert. Viele gucken sich auf YouTube-Videos an, um schnell Sachen erklärt zu haben. Und das Video hat halt einfach einen Zweck. So, ne? Das heißt, im Fashion-Bereich, was macht man da, um halt so Mehrwert zu schaffen? Unterschiedlich. Also wir haben versucht, mit Unterhaltung die Leute an uns zu binden. Das funktioniert auch super, ist aber zum Verkaufen halt nicht unbedingt förderlich. Also man kriegt damit View-Zahlen, es schauen sich die Leute an, wie zum Beispiel ein Tattoo entsteht. Oder also wir haben gemerkt, für uns ist sowas wie Unterhaltung, die Subkultur zeigen, Musik, Kunst, sowas eher relevant für YouTube, was gut funktioniert. Bei Instagram war es dann eher so, also IGTV, kann man dann natürlich auch so ein bisschen Image-Videos zeigen, so ein bisschen visuell starke Sachen, wo man dann halt ein bisschen fetzen kann. Man muss auch dazu sagen, die Regeln ändern sich halt auch sehr oft. Ich weiß nicht, wie es bei YouTube ist, wie oft sich da der Algorithmus ändert. Aber wir haben halt gemerkt, es gibt schon große Unterschiede in den letzten 2 Jahren, wie sich das mit den Videos da entwickelt hat. Okay, cool. Wir gehen auch gleich mal in dann konkrete Videos drauf, wie ihr das als Fashion Brand löst. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz bei Matthias zurückgeben. Es kam auch schon die Frage, beziehungsweise es geht an euch beide eigentlich. Diese verschiedenen Kanäle, die haben ja verschiedene Längen, du hast es auch erzählt, Matthias, es werden unterschiedliche Fragen beantwortet. Es kam die Frage auch, von wegen, schneidet ihr die Videos dann nur unterschiedlich zusammen oder produziert ihr wirklich konkret unterschiedlich für verschiedene Kanäle? Also wenn ich mal wir nehmen, klarerweise nimmt man auch das Material, was man hat, für unterschiedliche Kanäle. Das mag sich manchmal ausgehen, um zu sagen, ja, okay, man kann die 20 Minuten verwenden für YouTube und dann noch 50 Sekunden von Facebook. In den allermeisten Fällen ist es aber nicht so, dass sich das, dass das wirklich klappt.
Nichtsdestotrotz, je mehr man an Content das sammelt, können wir oder haben wir das einfach immer reingebackt dann in diese Videos. Einfach in ganz kurzen Ausschnitten, was wir damit gemacht haben. Rezepte, bam, 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 bam. Aber man muss das tatsächlich meiner Meinung nach schon, man muss schon sehr, sehr klar vor Augen haben, was man will. Und es gibt halt leider nicht die eierlegende Wollmilchsau. Und dann eine Sache, die vielleicht auch nochmal so ein bisschen in die Richtung geht, für Leute, die halt jetzt überlegen, sowas zu machen. Wie kostenaufwendig ist jetzt so eine Videoproduktion von, sagen wir mal, 3 bis 5 Minuten? Also wenn ich die Frage, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ganz unterschiedlich, aber ich bin auch gespannt, was Ruben dann sagen wird. ist wirklich schwierig zu sagen. Also wir haben noch 2 Videos von uns da drinnen. Okay, sollen wir da einfach mal rübergehen? Beziehungsweise, ich will dich nicht unterbrechen. Sag gerne weiter. Interessant ist jetzt ja, wie viel das wirklich kostet. Nee, aber es kommt ja wirklich drauf an. Also bei uns ist so ein Haushaltsgerät und bei dir ist Fashion. Das ist schon noch komplett andere, das ist eine komplett andere Welt, muss man auch sagen. Nichtsdestotrotz ist meiner Meinung nach und mein Eindruck immer der, je authentisch man ist, desto mehr wurstiger ist das Budget. Da ist einfach Authentizität schlägt alles. Und wenn man das cool macht, mit Herz und mit Leidenschaft dabei ist, ist es oftmals echt wurscht und egal, ob jetzt die Kamera der neueste Scheiß ist oder das Licht wirklich hundertprozentig stimmt. Ganz im Gegenteil. Also gerade in unserer Welt, Haushaltsgeräte, die Marken, die Brands, die haben schon ihren 1A-Video-Content. Den gibt's schon. Der ist aber nur so sneaker und so, das glaubt ja keiner. Das ist steril. Ja, der ist viel zu steril. Und wir haben ein Beispiel, ich glaube das nächste. Das sollen wir da direkt mal rüberleiten, ne? Ja, kann man genau. Also das war vielleicht eine kurze Entstehungsgeschichte, das ist schon uralt. Aber da hatten wir quasi die erste Kontaktpunkt mit KitchenAid und ich hatte keine Ahnung, ich wollte das jetzt irgendwie, ich habe mich da nicht drüber getraut, das selber zum Drehen und habe da professionelle Hilfe angefragt von einer Agentur, kam mir da an mit weißer Teufel was an Equipment, an Videos, aber irgendwie, man hat schon von Anfang an gemerkt, also es die hatten überhaupt keinen Bezug zu Essen, zu Lebensmitteln. Und dann klappt es einfach nicht. Also wir können da kurz reinschauen. Genau, das ist jetzt nämlich ein Video, was ihr gemacht habt, dann relativ am Anfang, aber mit einer Agentur, weil ihr eben dann so eine professionelle Hilfe wolltet. Und erst später quasi auch gemerkt habt, manchmal macht es vielleicht Sinn, auch egal wie schlecht die Qualität oder wie schlecht die Expertise, solange es authentisch ist, solange man irgendwie dafür brennt. Okay, aber lass uns mal reinschauen. Mach mal wieder hier auf lautlos, dann kann man parallel schon mal weiter versuchen, dazu ein bisschen was zu sagen, vielleicht. Ja, genau. Also es ist jetzt passé. Also jetzt, wenn ich das Video sehe und im Vergleich zu dem, was wir dann ein, zwei Jahre später gemacht haben, ärgert es mich immer noch, dass wir dafür Geld ausgegeben haben. aber es ist auch ein Learning, weil die Leidenschaft muss dahinter sein. Und ich habe, weil das nächste Video, was gleich kommt, das ist nur, um euch einen Vergleich zu geben, das habe ich gerade in der gleichen Woche gemacht, aber das habe ich gefilmt, noch in meiner, quasi mit dieser Vorlage, das ist auch noch nicht, bei Gott nicht perfekt, aber ich finde, man merkt dann schon einfach, wenn da die Leidenschaft dann da ist, dann, das ist es. Und dann, das heißt, jetzt schalte ich mal rüber zu dem Philips, ist das, ne? Ja, Pastamaker, genau, das war unser erstes Produkt. Okay. Also es ist mit iMovie geschnitten. Da muss man mal den Display drauf machen. Naja, sorry. So, jetzt habe ich aus Versehen das nochmal neu gestartet. So. Ja, genau, also das habe ich geschnitten, habe Gott sei Dank dann auch das nie mehr wieder gemacht mit Videoschneiden, also das ist, aber ist irgendwie das und so kleine Varianten davon sind unglaublich gut angekommen. Wir haben da im ersten Jahr hunderte Maschinen verkauft,
Also wir waren Topseller im Dachraum von diesem Gerät. Einfach nur mit diesem Video. Also das waren so zwei, drei ähnliche Videos. Und da merkt man einfach, wenn du die Leidenschaft transportieren kannst, dann verkaufst du das auch. Und okay, das heißt, angefangen habt ihr, und das war jetzt wirklich so, das war mit eurer Handykamera beziehungsweise einer simplen Kamera, gar nichts Fancyes und halt wirklich so ein Zuhause-Setup, ihr selber geschnitten mit dem iMovie und genau, hat funktioniert. Und hat super funktioniert. Hat super funktioniert. Damals war es aber auch einfacher. Also damals, wir waren einer der wirklich so dieses Food-Blog, also was man jetzt sieht, ist ja wirklich ein High-Class-Videos, die es ja ständig gibt. Das war noch nicht, dieses Niveau war noch nicht da. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich immer noch, dass es so, dass man jetzt auch immer noch mit authentischem Content da durchstechen kann. Okay, cool. Und dann im Vergleich dazu dann selbst, wenn man sich eine Agentur reinholt für viel Geld, heißt es nicht immer, dass es wirklich viel, viel besser ist, weil eben, genau, vielleicht der Bezug einfach zu der Brand, zu der Motivation und eben auch zu dem ganzen Gebiet gar nicht so sehr gegeben ist. Genau. Okay, cool. Dann lass uns, es kommen schon parallel Fragen rein und schreibt gerne auch weiter Fragen rein. Wir gehen da dann nachher gleich mal weiter drauf ein. Ich würde jetzt nur mal ganz gerne so, während man jetzt sagen kann, okay, bei Küchengeräten macht das mega Sinn, man kann Rezepte machen, man kann Erklärvideos machen. Wie ist das aber, wenn man halt eine Brand aufbaut, die eben nicht, wo Leute nicht aktiv nach so einem Gerät suchen, wo man zum Beispiel im Fashion-Bereich ist und wo man eher Emotionen vermittelt, wie kann man das nutzen? Und deswegen gerne jetzt hier der Schwenk rüber an Wuven, an dich, dass du mal so ein bisschen die Perspektive von so einer Fashion-Brand und von eurem Weg beschreiben kannst. Also ich glaube, so die Kosten sind eine sehr wichtige Frage oder ist eine sehr gute Frage gewesen. Bei uns kann man sehen, so okay, theoretisch kann ein Video zwischen 0 Euro, wenn du jetzt sagst, okay, hat mich jetzt keinen besonderen Aufwand gekostet, klar hat man die normalen Personalkosten mit drin, du hast die Anschaffungskosten von deinen Geräten etc. drin, wenn du eine feste Produktion hast, aber die kann extrem variieren. Du kannst zwischen, sagen wir, wenn du jetzt die Kosten für einen Praktikanten oder sowas zählst, der gerade ein TikTok-Video schneidet und damit irgendwie viral geht, keine Ahnung, für ein Video 50 Euro bezahlen, aber du kannst aber auch für ein Video, was krass failt, 30.000 Euro bezahlen. So. Also das ist auch drin, so, ne? Also da gibt es eine breite Spanne. Und da kann man viel falsch machen, da kann man viel richtig machen, muss man halt schauen. Und wir haben bei unserer Videoproduktion, wir haben halt seit 2017, 2018 eine eigene Content-Produktion im Haus drin, jetzt mittlerweile so 3 Leute sind und haben dann natürlich ja noch letztes Jahr extrem viel ausprobiert. Und ja, also kann man dann mal verschiedene Beispiele zeigen. Genau. Sollen wir da mal chronologisch dann einfach vorgehen? Du hast ja auch paar so Beispiele mitgebracht. Dann würden wir jetzt erstmal ein Video reinholen, das Lettering, wo es dann wirklich, das ist aus der Anfangszeit, ne? Das ist so genau, eins der ersten Videos gewesen. Das ist relativ in der Anfangszeit passiert, als wir Content gemacht haben. Das ist, glaube ich, so 2017, 2018 entstanden. Genau, soll ich mal starten und dann können wir gleich drüber. Ja, genau. Ist es das? Genau, das ist eins der ersten, was so ein bisschen in, sagen wir mal, in die Unterhaltung reingeht. So, ne? Also es hat jetzt verkaufstechnisch wenig auszusagen, zeigt wenig unser Produkt. Die Leute tragen unsere Produkte. Ist aber, glaube ich, so, um zu verkaufen, nicht wirklich relevant. Aber es zeigt so ein bisschen, okay, wer wir sind, was wir machen, so wo sind unsere Zielgruppen. Weil man dazu sagen muss, dass halt eben bei euch eure Designs von eurer Mode, die ihr macht, halt auch viel von Tattoo-Artists selber gemacht werden. Ne? Das heißt jetzt irgendwie die Leute, die man zum Beispiel da jetzt in den Videos sieht, sind dann auch tendenziell Leute, die jetzt bestimmte Grafiken auf euren T-Shirts oder Pullovern oder was auch immer gemacht haben. Genau, also wir arbeiten viel mit Tattoo-Artists zusammen. Viele von unseren Designs sind von Tattoo-Artists. Klar arbeiten wir auch mit anderen Leuten zusammen, die keine Tattoo-Artists sind. Aber so die Wurzeln sind im Tattoo-Bereich. Aber es sieht halt dafür, dass du sagst, dass es relativ vom Anfang ist, sieht schon auch sehr, sehr professionell aus, ne? Das ist, muss man sagen, das ist ein Low-Budget-Video. Dadurch, dass unser Freund damals
das ich einfach ausprobiert hat. Also das haben wir im Prinzip durch Connection gemacht. Also das hat uns nicht so viel Geld gekostet. Was heißt das konkret so? Das hat uns, glaube ich, insgesamt 500 Euro gekostet und hat jetzt auf YouTube, ich glaube, fast 100.000 Views. Wir konnten das gut nutzen, zum Beispiel auch um Ads da noch zu bauen daraus. Also ja, dafür war der Aufwand oder für uns war eigentlich kein richtiger Aufwand da. Oder wenig Aufwand, verhältnismäßig Aufwand, weil das Video ist halt durch einen Freund entstanden, der Gastspot in L.A. hatte. Und der ist dann halt mit seiner Schülerin da hingegangen und ihr Freund ist dann halt einfach mitgegangen. Und das war halt unser Freund, der Kameramann ist und hat dann halt das Video für uns gemacht. Für im Prinzip ein Apfel und ein Ei. Mhm. Aber weil es halt so ein bisschen freundschaftsmäßig Leute, die sich ein bisschen mit auskannten, haben das dann entsprechend gemacht. Genau. Wie lange war das, wie Zeitaufwand jetzt wahrscheinlich Videoshooten einen Tag und dann nochmal Nachbearbeitung halt die Person? Ja, also ich glaube Post-Production war so, ich glaube da sitzt man schon eine halbe Woche bis eine Woche dran in dem okay. ganzen Ding. Matthias, wie war das bei euch eigentlich mit so bei euren Rezeptvideos und ähnlichem? Post-Production und ähnliches vom Aufwandszeitpunkt her? Was macht so das Größte aus? Ist es das Video selber oder ist es dann eher das Schneiden? Naja, das Schneiden nimmt schon wahnsinnig viel. Also wir hatten ein super Team mit Sören, kennt ihr, glaube ich, auch hier bald. Wenn man dann eingespielt ist, es kommt, glaube ich, immer drauf an. Also wie gesagt, ich bin ja auch kein Videograf, habe keine Ahnung eigentlich. Aber wenn man dann eingespielt ist, quasi es gibt dann Routinen, die man hat. Und wenn man in der Woche 5 Rezeptvideos macht, dann hat man so ein eingespieltes Team und das geht wesentlich schneller, als wenn man das mal startet. Das ist eher Routine-Sache. Also wir hatten dann wirklich Dreh, ist natürlich schnell, kommt ein bisschen drauf an, immer was man genau macht, aber so ein klassisches Video von oben, was ihr vielleicht auch von Tasty kennt, das geht in der Regel wahnsinnig schnell, vielleicht 1 Stunde, 2 Stunden filmen und wir hatten es dann am gleichen Tag eigentlich online schon. Mhm. Ein bisschen Zeitmanagement und wie schnell. Aber es gibt dann aufwendigere Videos. Also das How-To, dieses Erklärvideo von der Kaffeemaschine, da sitzt man auch eine halbe Woche in der Post-Production dran. Und dann nochmal wahrscheinlich vorab irgendwie zu strukturieren, was man eigentlich genau zeigen will. Ja, genau. Und da musst du ja auch diesen, so einen Schmäh musst du ja haben oder irgendwas. So ein bisschen eine Storyline auch. Und die entwickelt sich aber auch erst im quasi in der Aufnahme und dass man dann das halt einbindet, das ist, glaube ich, auch die große Kunst und die kann ich aber auch nicht, wie gesagt. Okay. Woven, bei euch war es jetzt, das Video, was du eben gezeigt hast, war so ein Low-Budget, eben weil es viel über Freunde ging und Bekannte. Genau, das ist ein Low-Budget-Video, ist aber was zum Beispiel Matthias auch gerade angefangen hat, da ist keine Story drin, das ist einfach nur visuell stark, so, ne? Da ist nicht wirklich großes, also klar ist da schon ein bisschen Know-how drin, aber du musst nicht viel machen in der Pre-Production, sondern du filmst einfach und dann schneidest du halt so, ne? Und dementsprechend ist da, glaube ich, der Aufwand relativ gering, wenn ich mir jetzt andere Projekte anschaue, ja. Sollen wir mal, du hast nämlich auch eins mitgebracht, was dann dagegen ein sehr hohes Budget war. Wir haben jetzt eben eins gesehen von euch, was eher ein niedriges Budget war. Wir können jetzt mal eins halt angucken, was ein sehr hohes Budget ist. Und da war es dann wahrscheinlich so, dass dann entsprechend auch viel Vorarbeit in die ganze Story und ähnliches ging, wa? Genau, und ich weiß jetzt nicht, das ist ein relativ, sagen wir mal, ein hohes Budget. Ist jetzt nicht das höchste gewesen, aber ist trotzdem relativ teuer. Und da geht es zum Beispiel, das ist ein Kampagnenvideo für Superior. Für YouTube würde ich eher sagen, ist es nicht so geeignet. Wir haben es aber trotzdem auf YouTube hochgeladen. Wo es natürlich besser performt, ist Instagram, wo man natürlich auch viel, viel mehr Nutzen drin hat, ist, dass man Ads daraus bauen kann. Okay, dann lass uns mal ganz kurz dann so einen Ausschnitt sehen und dann, während wir dann den Rest so ein bisschen leise zu hören, können wir dann noch da dir bei der Erklärung ein bisschen zuhören. Be authentic. One of a kind. Eher so um die Message der Kollektion. Be honest. Brave. Despite them trying to constrict you. Cut loose everything that holds you back. While others make noise,
you make moves. Genau, vielleicht kannst du parallel dazu dann, wir lassen das im Hintergrund mal ein bisschen laufen, dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Du hast angesetzt eben, es soll ein bisschen die Collection erklären. Genau, warum ist das halt teuer? Allein die Pre-Production für dieses Video hat ungefähr 1-2 Wochen gedauert mit 2-3 Leuten. Also da ist schon enormer Aufwand dahinter, allein in der Pre-Production. Dann sieht man zum Beispiel Lichter sind extrem teuer. Falls man das auch so sieht, wir drehen das da an einem Hafen, du musst Location bezahlen, du musst den Transport bezahlen, du musst Requisiten bezahlen, du musst das Model bezahlen. Und dann läppert sich schon einiges, um dann halt diese Message rüberzubringen. Guckt man sich jetzt andere Kampagnenvideos von uns an, also wir haben zwei Linien, wir haben eine hochwertige Linie, eine normale Linie halt im Street-Bereich und das ist die höherwertige Linie. Und da muss man natürlich auch Hochwertigkeit ausstrahlen und dementsprechend ist da auch ein bisschen mehr Aufwand einfach vorhanden. Aber in dem Fall war es jetzt wirklich so komplett diese Pre-Production, wo ihr wirklich wie so ein Drehbuch euch schreibt oder wirklich dann da, genau, dass da so Stück für Stück euch überlegt, dann darauf basierend dann irgendwie auch dann eine Location eben mietet, wirklich die Location mietet und nicht einfach so auf ein Gelände geht und das einfach mal da macht, sondern wirklich eine Location mieten, dann Models mieten. Genau, das alles, diese ganze Organisation, die dahinter hängt, also da hängt schon viel, viel drin so und das ist auch extrem teuer und aufwendig vor allem. Und wenn man das zum Beispiel dann auch in Personalkosten umrechnet, auch sehr teuer einfach. Okay. Stichwort teuer, sollen wir da mal, du hast noch ein weiteres Beispiel genannt, das so ein bisschen, sag du was dazu. Ich weiß jetzt nicht, welches Video du ich würde jetzt das Full Force Video zeigen. Ah, das Full Force Video, ja, das ist, muss ich sagen, das ist mehr oder weniger ein Fail gewesen. Das Projekt, glaube ich, also gibt es eine komplette Videoreihe davon, wie wir mit unseren Artists aufs Full Force Video gefahren sind. Festival, das war ein Festival, ne? In eurer Zielgruppe relativ irgendwie groß. Genau, das ist ein Metal-Festival und wir haben dann Backstage die ganzen Artists dort tätowiert und haben dann natürlich gedacht, okay, das wird super performen und war eher ein Fail, muss man sagen. Also klar, dann lass uns da mal ganz kurz reingehen und dann kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr sagen. Ja. Yeah. Genau, also vielleicht, wenn ich erzähle, ein bisschen den Sound ein bisschen runter. Yeah. I'm Felix Seele, aka Young Hardy Tattoo. Genau, also man, das ist jetzt so das Kampagnenvideo dazu. Da gibt es natürlich noch ein bisschen mehr Videos dazu, wo man so ein bisschen zeigt, so was wir dort gemacht haben. Wir haben Graffiti-Wände besprüht, wir haben die Musiker tätowiert, hatten da extrem viel Spaß auch auf dem Festival und das zeigt das alles irgendwie so ein bisschen. Und insgesamt war die Mannschaft so, ich glaube, wir waren dann mit 20, 30 Leuten halt dort. Und das ist einfach ein riesiges Projekt gewesen, das auch extrem teuer ist, weil du halt auch als Sponsor von dem Festival auftrittst. Und ja, also da ist viel Arbeitsaufwand drin gewesen, also in der Pre-Production. In der Post-Production saßen wir, glaube ich, für die ganze Videoreihe, ich glaube, 2-2,5 Monate dran. Und das ist einfach, ja, also das kann man sich nicht vorstellen. Und für das, was rausgekommen ist, weil es ist nicht verkaufsfördernd, es ist halt es ist unterhaltend. Es zeigt auch so ein bisschen, okay, wo gehen wir rein, in welche Zielgruppe, aber du verkaufst damit nicht wirklich was. Also die Umsätze sind nach diesem Video nicht gestiegen, wenn du's so siehst. Ne? Also hat jetzt nicht den Purpose zu verkaufen, sondern ist wirklich eher so ein brandbildender und auch ein Image-Video. Okay. Ja, spannend. Also das heißt, auch hier nochmal wieder so ein bisschen die Message, die ich mitnehme von euch beiden. Eigentlich so, Hauptsache, es ist authentisch. Man muss nicht irgendwie das meiste Geld ausgeben. Man muss nicht mega professionell sein. Manchmal ist sogar genau das, was irgendwie eher so im ganz Kleinen passiert, das, was sogar am verkaufsförderndsten ist oder am effektivsten. Wir haben jetzt von euch beiden so jeweils so Beispiele gezeigt, wo es halt, wo viel Zeit, Geld und andere Ressourcen investiert wurden und es ein kompletter Fail war. Man kann es wahrscheinlich auch nie genau vorher wissen. Ne? Man muss ein bisschen ausprobieren, um dann irgendwie was rauszufinden.
Genau, gibt es irgendwie so Sachen, wo ihr sagt, okay, so, wenn man jetzt starten möchte, was sind so Do's und Don'ts, so was ist auf jeden Fall das, wo ihr sagt, dass wenn ihr jetzt nochmal zurückgehen würdet, das würden wir auf jeden Fall anders machen oder irgendwie so Empfehlungen einfach, die ihr mit der Zeit gemacht habt, weil ihr beide auch den Weg gegangen seid, selber ausprobieren, selber Erfahrungswerte zu sammeln und darüber zu lernen. Ja, will Matthias anfangen oder soll ich anfangen? okay, dann fange ich jetzt einfach an. Genau, also was auf jeden Fall immer zu beachten sind Kosten und der Nutzen dahinter. Ja? Wenn man auf YouTube so anfängt, ist halt auch wichtig, irgendwie so eine Reihe aufzubauen. Ne? Also, Matthias, kannst du nochmal den Sound ausmachen? Stimmt, sorry. Ist ein bisschen verwirrt ja. Einen komplett, wenn man sich irgendwie doppelt hört. Genau, also wir haben gemerkt, okay, die Leute wollen eher so wie so eine Art Reihe sehen, irgendwas, was aufeinander entweder aufbaut oder was irgendwie in Regelmäßigkeit entsteht. Und um sowas halt zu bewerkstelligen, muss man halt auch regelmäßig Content rausbringen. So, ne? Und dafür braucht man halt so eine Supply Chain. So, ne? Also es muss im Prinzip eine Infrastruktur gegeben sein und viel Arbeitsaufwand im Prinzip. Wenn man da anfangen will, glaube ich auch, dass man sich eher daran orientieren sollte, dass das Video Nutzen hat bei YouTube und authentisch ist. Wir haben auch gemerkt, so je mehr oder je unauthentischer das geworden ist, wir hatten dann zum Beispiel auch Kampagnenvideos, die mit Drehbuch geschrieben worden sind, die so wirklich von A nach B inszeniert waren, und das hat schlechter performt oder hat dann immer schlechter performt, obwohl wir uns da so viel Mühe gegeben haben, die Qualität immer geiler geworden ist, die Kosten irgendwie immer höher geworden sind, und da muss man irgendwie auch ein bisschen aufpassen, ne? Vor allen Dingen, wenn man ein Produkt verkaufen möchte, muss man auch irgendwie den so ist zumindest im Modebereich, wie ich schätze, den Spagat schaffen zwischen Entertainment. Weil das ist ein großer Punkt, warum zum Beispiel Leute sich Videos irgendwie Videos von Brands anschaut. Wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Diesel-Werbung anschaut, die sind mega krass produziert, die sind mega krass unterhalten, die sind visuell irgendwie Bombe. Irgendwie muss man dann auch aufpassen, dass da nicht im Prinzip so wie so eine Art Vampireffekt entsteht und man irgendwie auch noch sein Produkt verkauft. Genau. Das heißt, man muss da irgendwie so ein bisschen dran denken, auf jeden Fall, wie man irgendwie den Produktbezug herstellt, einfach, dass Leute dann auch das Produkt genau, also wahrnehmen. Genau, man kann sich ja die ganze Zeit darauf fokussieren, okay, ich produziere Videos. Und man merkt so, okay, es kommt irgendwie nicht mehr Geld rein. Wir gehen irgendwie die Ressourcen langsam auf. Die Leute gehen irgendwie langsam auf den Zahnfleisch, weil sie ja kontinuierlich Content rausballern müssen. Muss man da irgendwie so ein bisschen aufpassen, dass man da auch seine Ressourcen nicht ganz verheizt. So, wir haben gemerkt, YouTube ist für uns eher eine langfristige Geschichte, wo man eher investiert, weil den Content, das ist halt eine riesige Suchmaschine. Das hat ja Matthias schon gesagt. Das heißt, den Content schauen sich die Leute halt teilweise noch nach Jahren an. So, wir haben teilweise Videos, die erst nach einem Jahr so richtig abgehen oder nach zwei Jahren richtig abgehen. Aber um dann zum Beispiel kurzfristig wieder die Kosten für die Produktion auch reinzubekommen, muss man vielleicht schauen, ob man vielleicht Videos oder Abwandlungen der Videos vielleicht auf anderen Kanälen ausstrahlt. So, wir haben dann zum Beispiel die Erfahrung gemacht, okay, IGTV ist super oder Perform. Instagram TV, ne? Ist das? Genau. Instagram TV, da performen einige Videos besser. Wir haben natürlich da auch eine höhere Reichweite als auf YouTube. Aber dann haben wir auch zum Beispiel gemerkt, manche Sachen konnte man dann für TikTok benutzen, und die sind dann komplett viral gegangen, wo es dann irgendwie 3 oder 4 Millionen Menschen sich angeschaut haben. Okay. Eva hat auch schon gefragt, ob ihr quasi eure Videos bewerbt oder wie ihr das macht, wenn die Videos rauskommen. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz was sagen, und dann schalten wir mal rüber wieder zu Matthias und was er so zu sagen hat? Unterschiedlich. Also das letzte Jahr oder die letzten 2 Jahre eigentlich nicht irgendwie irgendwas beworben. Aber wir haben auch Videos mal beworben und die haben dann auch extrem viele Viewzahlen generiert. Bei Brands ist es halt so eine Sache, so wenn du ein Produkt verkaufst auf einem Kanal, sei es auf YouTube, sei es auf Instagram, ist es nicht ganz fair für die Brands, was die Reichweite angeht. Also der Algorithmus schraubt einen schon ein bisschen runter,
es ist nicht so, als wenn das eine normale Person irgendwie rausbringt. Und da muss man drauf achten, weil YouTube oder Instagram möchte, dass die Unternehmen Geld auf diesen Kanälen ausgeben. So, und deswegen ist es vielleicht auch ganz, ganz gut, wenn man eher wie eine Person auftritt als ein professionelles Unternehmen. Also muss man halt ein bisschen schauen. So, ne? Also es muss irgendwie, ja, ist da wirklich komplett unterschiedlich. Wir haben gemerkt, so, okay, je professioneller oder je größer wir geworden sind, desto schwieriger war es dann irgendwie unseren Content auszustrahlen, weil genau Instagram wollte, dass wir unseren Content bewerben, dass wir Videos irgendwie in Ads rausbringen. Ja, also da gibt es schon krasse Wandlungen. Yes. Wenn man sich das auch so ein bisschen anschaut, warum soll dir diese Plattform irgendwas kostenlos geben, wenn du dafür auch bezahlen kannst? Mhm. Ja, spannend. Ich überlege gerade, genau, wie man jetzt den Switch rüber zu Matthias. Vielleicht kannst du auch nochmal ganz kurz so deine Eindrücke zu irgendwie den Do's und Don'ts, den Learnings. Das war ja so ein bisschen der Ausgangspunkt, wo Wuhn sehr, sehr viel schon Spannendes auch berichtet hat und wertvolle Learnings, die wahrscheinlich auch teilweise sehr, sehr viel gekostet haben, diese Learnings zu machen. Genau, wie sieht das bei dir aus, wenn in Bezug auf Learnings, Do's und Don'ts im Videobereich? Grundsätzlich würde man natürlich sagen, es ist schon was anderes im Modebereich als was wir gemacht haben. Keine Frage. Das ist, man merkt ja auch einfach. Es ist einfach eine andere Welt und darauf muss man sich ein bisschen auch einlassen. Aber was, ich glaube, was wichtige Dinge neben der Authentizität, die wir ja schon vorher gesagt haben, ist auch tatsächlich, es bringt zu einen Plan im Hinterkopf zu haben und nicht zu sagen, hey, jetzt mache ich mal auf die Schnelle ein Video, vielleicht zwei Videos, sondern auch was Wuhn gesagt hat, man braucht dann einen wirklich detaillierten Contentplan, was man produziert, in welcher Reihenfolge, damit auch die Kunden oder die Fans oder wer auch immer da ein bisschen angezogen wird, hier, dass es hier wirklich auch Videocontent gibt, der in erster Linie auch Entertainment ist. Also man versucht ja damit auch ein bisschen, ja, ein Entertainer zu sein und nicht nur dieser ganz klassische Shop, sondern man will ja auch irgendwie Mehrwert bieten für den Kunden und irgendwie spannend sein, authentisch, irgendwie die Brand zu bilden. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man das wirklich durchzieht und eben einen Plan hat, welchen Content man produziert und welche Reihenfolge etc. Ich glaube, das ist das Wichtige, gerade am Anfang, wenn man dann steht und dann sagt, es bringt einfach nichts, als ein, zwei Videos zu produzieren, vielleicht noch zu einer Agentur zu rennen, die das machen. Davon würde ich ehrlich gesagt abraten. Eure Fans, eure Kunden, die kennen das noch nicht, die kennen euch nicht, als wo man Videos konsumiert. Dann sieht man vielleicht ein Video über ein Produkt oder über einen Imagefilm über euch, das ist ganz nett. Aber ich glaube, was du auch gesehen hast oder gesagt hast, über Imagefilme, machen halt einfach keinen Revenue-Disk oder bringen Kosten und ist cool, keine Frage, ja, man muss ja auch machen, aber gerade wenn man ein enges Budget hat, muss man wirklich schauen, was man in sein Geld reinsteckt. Ja. Das ist absoluter, das muss man auch sagen, das ist halt Luxus, ne? Wenn man die Ressourcen hat und das irgendwie ausstrahlen will, weil man ja irgendwie dann auch irgendwie Status Quo von dem Brand irgendwie zeigen möchte, auf jeden Fall. Und für Anfänger, den rate ich sowas auch überhaupt nicht. Also da kann man echt ganz, ganz krass vor die Wand fahren. Besonders, wenn man keine Erfahrung hat. Genau, also ich sage so für den Anfang authentisch bleiben, ne? Und Gesicht genau. Sagen. Und lieber viele kleine Videos. Man muss sich ehrlich gesagt anschauen, wirklich in welcher Sparte man verkauft, in welcher Sparte man unterwegs ist und dann einfach mal auch ein bisschen recherchieren auf den Portalen, was eigentlich für Content da läuft oder was interessant ist. Und wenn es wirklich, also wie viele Handwerker da irgendwas bauen auf YouTube oder wie viele TikTok-Videos zu irgendeinem Thema es gibt und man merkt, warum gibt es so viele Views? Ich glaube, das ist mal das Wichtigste, was man tun muss. Und da sind die meisten, die allermeisten, sind keine schicken Videos, sondern die beantworten irgendeine Frage oder ja, beantworten eigentlich eine Frage. Und ich glaube, wenn man das so versteht, dann macht alles viel dann ist es viel, viel einfacher, gerade am Anfang. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die Edward gefragt hat, so von wegen, was bei euch bei Videos besonders wichtig, wie habt ihr es umgesetzt und von welche Kampagnen waren am erfolgreichsten, ist die Story, Qualität oder Produkt? Also ist es so, dass genau, das Wiedererkennungswert, Unterhaltung, aber auch irgendwie
die Persönlichkeit zu rüberzubringen? Ja, also die Story, klarerweise. Also du erzählst halt eine Geschichte, und ob es die Geschichte ist, du willst jetzt den Kaffeeautomaten erklären, dann ist es die Story. Aber das ist perfekt. Also da jetzt, die wollten 130.000 Leute anschauen, wie dieser Kaffeevollautomat funktioniert. Also das ist die Story. Aber das ist, dann musst du bei dieser Story bleiben, und es ist perfekt. Ja. Ich glaube, wenn man ein Video produzieren möchte, also man sollte halt wirklich dieses Ziel vor Augen haben und müsste sich die Frage so stellen, bietet mein Video Mehrwert für die Leute? Weil das mit dem Kaffee-Vollautomaten, das hat ja einen Mehrwert. So, ne? Das bringt Wissen rüber. So, wie bediene ich das Teil? Wenn die Bedienungsanleitung nicht richtig funktioniert, wo gehe ich hin? So, zu YouTube und schaue mir ein Tutorial dazu an. Also ich kann ja mittlerweile auch. Ja. Oder? Aber da weiß ich nicht, weil ich glaube, also viele von unseren Videos, aber wahrscheinlich auch viele von deinen, bringen jetzt mal erstmal keinen Mehrwert, weil viele Videos von uns, wir weiß nicht, ob sie so viel Mehrwert bringen, aber ich glaube, hat coole, wenn ihr coole Videos zu einem Produkt macht, ist es ja auch oftmals du erzählst die Story dahinter. Also es, ja, genau. Es bringt es mir jetzt genau zu wissen, okay, dieser Designer hat jetzt dieses T-Shirt gemacht, das ist jetzt per se kein Mehrwert, aber es bringt, aber die Story hilft, die Story finde ich halt cool. Ja, wobei aber schon halt ein Mehrwert generiert wird dadurch, dass du dann, wenn du Rezepte machst und erklärst, wie du halt das Produkt halt benutzt und irgendwie, also. Schon, natürlich schon, aber, also, oder man sagt so, man definiert den Produkt oder den Begriff Mehrwert sehr breit, dann funktioniert, also. Ja, am Ende genau, das ist wahrscheinlich eine Frage der Definition. Genau. Genau, also ich habe da auch nochmal irgendwie ein anderes Beispiel gehabt von einem Behind-the-Brand-Video. Das könnte man nochmal zeigen, oder könnte man auch nochmal sagen, wo man dann irgendwie Gesicht zeigt, oder wo wir zum Beispiel erklären, okay, wie hat dieser Weg von der Classic Line zu Superior, also zu unserer hochklassigen Linie irgendwie geführt. Ach cool. Ja, das ist natürlich auch nochmal eine Sache, die man machen kann, so ein bisschen einfach die Behind the Scenes der Brand und ähnliches zu erzählen. Genau. In Anbetracht der Tat, also der Zeit. Wir sind jetzt schon sehr, sehr stark fortgeschritten. Deswegen würde ich sagen, müssen wir das wahrscheinlich irgendwie dann später nochmal nachreichen, diese Videos, aber auch sehr, sehr spannend. Yeah. Ich glaube, von dem, was ihr auch mitgebracht habt hier an den Beispielen und vor allem auch den ganz offen gesagt habt, okay, das haben wir versucht, das war aber ein kompletter Fail und das war erfolgreich, war das schon sehr spannend. Wir haben jetzt nochmal zwei, drei Fragen hier, die ich nochmal ganz kurz euch adressieren würde. Gerne. Welches Videoprogramm würdet ihr für blutige Anfänger und Zeitmangel empfehlen? Ich glaube, dieses iMovie wenn du einen Mac hast oder so, iMovie, kann man schon echt ganz gute Videos schneiden, oder? Genau, Matthias, du hast ja auch eben gesagt, dass du auf jeden Fall... iMovie ist super. Also klar, wenn man dann natürlich, dann zu hören, unser erster Mitarbeiter da angefangen hat, der hat mich natürlich ausgelacht. Aber hört nicht auf die, sondern es funktioniert und es macht auch Spaß. Ja. Man beschäftigt sich ja damit Stunden. Ja. Und das ist schon ganz gut, oder das Programm ist schon echt ganz gut, um Videos zu schneiden. Ja. Reicht da auch. Man muss sagen, wenn man mit Adobe anfängt zu arbeiten, ist es ein bisschen schwieriger und ein bisschen komplexer. Also da muss man echt sich dahinter klemmen, muss das echt lernen. So, das ist auch dieses Erfolgskonzept von Adobe. Das ist sehr komplex und dass man da sehr viel Zeit erstmal investieren muss, um das zu erlernen. So, aber da bleiben die Leute auch dann hinterher dran. So, aber für einen blutigen Anfänger, glaube ich, nee. Irgendwie, oder? Ja, klar, vor allem, man ist ja, also wir sind alles Händler und wir sind ja keine, also unser Hauptgeschäft ist schon, Produkte zu verkaufen und nicht Videos zu schneiden. Dann nochmal eine Frage, die hier von Eva aufkam, relativ am Anfang, als du so ein bisschen überzählt oder als wir das erste Video gesehen hatten zu dem Philips und ähnlichem. Da meinte sie, danke für den tollen Content, die Kaffeemaschine gibt es ja nicht nur bei euch. Merkt ihr, dass die Maschine dann auch vermehrt bei euch gekauft wird oder produziert ihr auch für die Konkurrenz den Hersteller? Also bei uns ist es so, dass wir erstens von dem Hersteller ein unterschiedliches Produkt bekommen, das normalerweise niemand bekommt. Also wir haben ich habe ja am Anfang gesagt, die meisten Online-Shops gehen auf Informationen und die wichtigste Information ist, wie heißt das Ding und was ist der Preis? Und das sind die zwei Dinge, mit denen man googelt. Also irgendwelche Schrägernummern, Modellnummern, das wird dann gegoogelt, kommt dann bei den Preissuchmaschinen ganz oben an und dann ist halt harter Preiskampf.
Wir haben das eben nicht gemacht. Wir haben uns dann quasi auf andere, also auf Schwestermodelle fokussiert, die sonst niemand im Sortiment hat, die auch niemand sonst anrühren wollte, weil sie eben nicht auf Amazon sind und weil sie eben nicht beim Mediamarkt sind und dort gesucht werden, haben wir eben speziell, konnten wir dann auf der, somit raushalten. Plus wir haben noch Bundles, so klassisches Teleshopping. Wenn du jetzt bestellst, dann kriegst du noch was dazu. Deswegen, klar, wir haben, natürlich gibt es auch, produziert man dann für die Konkurrenz auch. Wir haben aber immer noch spezielle Produkte geschnürt, die sonst eigentlich nicht vergleichbar waren. Deswegen. Okay. Ja, spannend. Ich meine, bei euch Buven ist wahrscheinlich nicht so der Fall, weil eben alles konkret bei dir ist so ein bisschen laues Windchen, Matthias. Bei euch Buven ist wahrscheinlich einfach, ihr macht es klar für Stakeholder Apparel und ihr habt ein eigenes Produkt. Insofern die Brand, die ihr habt, die verkauft ja kein anderer. Insofern ist das ja eher nicht so ein Thema. Genau, also wir sind dadurch, also ja, wir sind in unserem Bereich oder mit unserem Produkt halt Monopol. So, ja. Auch kein anderer außer wir. Für die Windows-Nutzer unter euch ist, Andrea hat auch nochmal erwähnt, sie benutzt Movavi Video und sehr zufrieden damit. Gibt es halt auch entsprechend für Windows, iMovie entsprechend nur für Mac. Eine letzte Frage noch, und zwar, die geht dann so ein bisschen in gefunden werden und ähnliches. Und zwar hatte Dominik gefragt, so ist es erlaubt, dasselbe Video mehrmals zu posten, jedoch mit einer anderen Überschrift, anderes Schlagwort, damit man öfters gefunden wird? Oder wisst ihr da irgendwas, dass man dann abgestraft wird, so ähnlich wie es Duplicated Content bei Google gibt? Also wenn du es auf verschiedenen Kanälen hast, glaube ich, ist das kein Problem. Also wir haben auch Videos auf Instagram und YouTube. Das ist, glaube ich, überhaupt kein Problem. Ich glaube, du solltest aber nicht den gleichen Content auf demselben Kanal haben. Also wenn du jetzt zweimal das Video auf YouTube hochlädst, das geht, glaube ich, nicht. Ja. Okay, das war eine intensive Zeit jetzt hier, aber mit sehr, sehr viel Input, und ich finde es sehr cool, dass ihr diese Beispiele mitgebracht habt und auch so ein bisschen mal den chronologischen Weg sah und halt sieht, dass man für effektive oder erfolgreiche Kampagnen vielleicht gar nicht so sehr das mega krasse Budget braucht, sondern vielleicht auch sogar einfach ein Handy, paar Connections und einfach viel, viel Herzblut irgendwie reichen. Und Agenturen gar nicht so sehr gebraucht werden vielleicht. Gibt es sonst noch von eurer Seite aus paar Infos, letzte Worte, so zum Abschluss? Matthias? Just do it, dann wirklich einfach machen. Also, machen. Machen, was soll passieren? Ja. Cool. Ich glaube, einfach nicht so kompliziert denken bei dem Thema. Ja. Authentisch bleiben. Ja, einfach machen, nicht zu kompliziert denken, authentisch bleiben, das sind doch gute Worte, mit denen man hier aufhören kann, das sind in der Tat letzte gute Worte. Es gibt viele hier im Publikum, die auch nochmal Danke sagen an euch, danke, dass ihr da wart, es hat Spaß gemacht, es war cool, dass ihr das gemacht habt, und wir sind auch wieder morgen dabei mit einem weiteren Thema. Wir sind die nächsten Wochen auch noch weiter dabei, also schaut einfach mal bei Merch Inspiration Live vorbei, was da so alles an aktuellem Content noch ansteht, da wird es wirklich vieles noch geben. Es wird verschiedene Händler geben, es wird verschiedene Experten geben. Nächste Woche geht es dann konkret um Paid Advertising und Performance Marketing. Genau, und generell gibt es auch nochmal hier eine kleine Anmerkung in eigener Sache, Merchant Inspiration Podcast. Der Buven war schon mal zu Gast, Matthias, du noch nicht, das müssen wir irgendwann demnächst nochmal ändern, aber genau da geht es dann auch konkret um so Sachen, nämlich was kann man konkret machen, wenn man zum Beispiel Videocontent machen will, was kann man machen, wenn man die Conversion Rate optimieren will. Das heißt, wenn es euch interessieren sollte, guckt gerne mal bei Merchant Inspiration Podcast vorbei auf der Plattform eures Vertrauens. Und es kam auch schon nochmal die Frage auf, wie ist das eigentlich, wenn man Videos nochmal nachgucken will oder Veranstaltungen aus der Vergangenheit, guckt gerne, wir laden die Stück für Stück jetzt auf YouTube hoch, also das heißt rund um SEO zum Beispiel auf Shopify, aber auch generell Content Marketing, guckt einfach gerne auf YouTube mal nach Merchant Inspiration und da werden dann Stück für Stück die Videos hochgeladen. Jungs, großes Dankeschön an euch, ich wünsche euch noch einen guten Feierabend. Danke, gleichfalls. Danke, richtig Spaß gemacht. Und macht's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir sind jetzt noch 10 Sekunden auf Sendung. Das heißt, nicht voller Euphorie schon hochspringen und wegrennen. Okay. Beziehungsweise könnt ihr natürlich machen. 5 Sekunden haben wir noch.